Bei mir hat auch vor ein paar Jahren der Heuschnupfen angefangen und so mit diesen Videos sehe ich nie aus. Also ich finde, das ist überhaupt nicht so weit weg von der Realität. Ich habe Allergien, seit ich denken kann, und auch Asthma, und das ist echt nicht spaßig. Ja, das ist die letzte sehr große Volkserkrankung, die wir eigentlich noch nicht in den Griff bekommen. Hier wird viel klein geredet und ignoriert. Und viele laufen mit einem unnötigen Risiko rum. Wir wollen wissen, entwickeln wirklich immer mehr Menschen eine Allergie gegen Pollen? Und haben wir vielleicht irgendwann alle Heuschnupfen? Wir haben euch gefragt, ob ihr eine Pollenallergie habt. Und ganze 8000 von euch haben mitgemacht. Und von euch sagen 7%, dass ihr bisher keine Allergie habt, aber das Gefühl, dieses Jahr wird es losgehen. Und ich müsste mich eigentlich auch zu diesen 7% zählen. Ich habe zwar schon seit einigen Jahren immer Schnupfen im Frühjahr, aber ich habe nie einen Test gemacht. Also eigentlich weiß ich nicht, ob ich eine Allergie habe. Und darum habe ich mir mal diesen Selbsttest aus dem Internet bestellt. Da. Okay, jetzt muss ich 10 Minuten auf das Ergebnis warten. Und eigentlich möchte ich ja diesen Schnupfen, den ich habe, schon etwas ernster nehmen. Denn Pollenallergien werden unterschätzt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, ist doch nur ein bisschen Schnupfen, bisschen Jucken. Was soll man da ernst nehmen? Naja, gucken wir uns mal die Symptome an. Niesen, laufende Nase, juckende, tränende oder geschwollene Augen. Jucken im Hals, an den Ohren, aber auch Probleme beim Atmen, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Das ist in Summe ganz schön viel und ganz schön einschneidend. Aber wenn die Allergie eben nicht korrekt behandelt wird, dann besteht die Gefahr, dass ein sogenannter Etagenwechsel stattfindet. Das heißt, die Allergie betrifft dann eben nicht mehr nur die oberen Atemwege, sondern eben auch die unteren. An diesem Punkt kommt dann ein allergisches Asthma dazu und das wird man in der Regel dann auch nicht mehr los. Wie bei mir. Das ist schon ziemlich unsexy. Man ist einfach nicht mehr so belastbar. Und das passiert bei jedem Dritten, der seine Pollenallergie nicht richtig behandelt. Wir haben euch auch gefragt, was ihr gegen Pollen unternehmt, und der Großteil von euch ist da ganz gut ausgestattet. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, kenne ich, mache ich auch so, mehr kann man doch eh nicht machen. Nee, ein paar Tabletten und Nasenspray reichen eigentlich nicht. Also Allergien werden wirklich nicht ausreichend ernst genommen. Das fängt schon bei der Patientin und bei dem Patienten an. Und da sind es die männlichen Patienten tatsächlich noch mehr als die weiblichen. Wir haben eine Studie hier gemacht, um darzustellen, wie ist jetzt die Wahrnehmung der Allergie und was machen die Menschen in Bezug auf die Allergie. Und diese Studie hat ganz klar gezeigt, dass die Patienten selbst ihre Erkrankungen bagatellisieren. 90% der AllergikerInnen in der EU werden entweder gar nicht oder zu wenig für ihre Allergie behandelt. Wir sprechen gleich auch noch darüber, was für Behandlungsmöglichkeiten es gibt, die auch wirklich was bringen. Aber erstmal zurück zu unserer Hauptfrage. Werden Pollenallergien häufiger? Erstmal sollten wir klären, warum entwickeln wir überhaupt Allergien? Das wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Äußere Einflüsse, die Umwelt, und innere Einflüsse, wie wir darauf reagieren. Zum einen der Klimawandel. Und wisst ihr, was uns überrascht hat? Starkregen spielt dabei eine Rolle. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal gefragt, warum die Allergie nach starkem Regen stärker ist. Tja, das liegt daran, dass Starkregen die Pollen aufplatzen lässt. So entstehen kleine Pollenpartikel, die noch tiefer in die Lunge kommen und für Asthmaattacken sorgen können. Dafür gibt es sogar ein Wort: Gewitterasthma. Hättet ihr das gewusst? Also wir nicht. Das Zweite, was sich durch den Klimawandel verändert, sind die Jahreszeiten. Frühling und Sommer werden länger. Das hat Folgen für die Natur. Pflanzen fangen früher an zu blühen und blühen länger. Das hier zum Beispiel ist die Haselblüte. Die kann als Vergleich dafür herangenommen werden, wie Pflanzen in dem Jahr blühen. Und da sehen wir, dass sie sich schon um einiges verschoben hat. Von März Richtung Januar. Die Blüte geht also früher los. Die Linie, das ist der Mittelwert. Heute blühen Pflanzen schon 3 Wochen länger als noch vor 30 Jahren. Und das wird sich auch noch weiter ausdehnen. Hinzu kommt, bei einigen Pollenarten, etwa Birke oder Hasel, hat auch die Pollenkonzentration zugenommen. Es sind also mehr Pollen in der Luft. In den untersuchten Städten 3 bis 11%. Dass sich das Klima verändert, das beeinflusst aber nicht nur die Pflanzen, die schon bei uns wachsen, sondern es breiten sich dadurch auch invasive Arten aus. Die wichtigste invasive Pflanze für AllergikerInnen ist das beifußblättrige Traubenkraut. Das sieht so aus und ist bekannter unter dem Namen Ambrosia. Schon mal gehört? Ambrosia kommt eigentlich aus Nordamerika und hat sich mittlerweile aber auch in Europa verbreitet. In Deutschland gibt es sie auch schon, gerade im Osten. Klimamodelle zeigen, dass Ambrosia sich bis Mitte des 21. Jahrhunderts in den meisten Gegenden in Europa verbreitet haben wird. Wer sowieso schon eine Beifußallergie hat, reagiert auf Ambrosia auch allergisch.
Und wer noch keine Allergie hat, tja, dem macht es die Ambrosia-Pflanze zumindest nicht leicht. Ambrosia ist sehr allergen. Eine Pflanze kann pro Saison bis zu 1 Milliarde Pollen freisetzen. Die Pollen sind kleiner als die von anderen Pflanzen und gelangen tiefer in die Lunge. Das heißt, Ambrosia-AllergikerInnen haben ein höheres Asthma-Risiko. Also, der Klimawandel könnte ein Faktor sein, der dazu führt, dass immer mehr Menschen Allergien entwickeln. Der zweite Umweltfaktor ist die Luftverschmutzung. Luftschadstoffe können auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf die Allergieentstehung nehmen. Aber was heißt das jetzt genau? Wenn Birken zum Beispiel an einer vielbefahrenen Straße stehen, dann produzieren sie mehr Pollen. Ein Grund? Sie sind gestresst. Durch die Schadstoffe produzieren sie mehr Stoffe, auf die die Menschen wiederum allergisch reagieren. Hinzu kommt, die Pollen, die sie produzieren, können auch stärker allergen wirken. Aber kann die Schadstoffbelastung jetzt dazu führen, dass mehr Menschen eine Pollenallergie entwickeln? Auch darauf muss man differenziert antworten. In Studien konnten Forschende bisher nicht nachweisen, dass durch Schadstoffe in der Luft mehr Menschen eine Pollenallergie entwickeln. Es gibt also noch keinen Beweis für einen statistischen Effekt. Aber es gibt Belege, dass Schadstoffe für den Einzelnen das Allergierisiko schon erhöhen. Schadstoffe wie Ozon, Stickstoffdioxid und Feinstaub können im Körper, vor allem in den Atemorganen, zu Entzündungen führen. Und Pollen können das Ganze nochmal verstärken. Wenn sich nämlich der Feinstaub an die Pollen lagert, können die Entzündungen schlimmer werden. Forschende nennen das oxidativen Stress. Und wenn Menschen an Orten leben, an denen die Schadstoffwerte in der Luft besonders hoch sind, dann kann es eben sein, dass unser Immunsystem vorgeschädigt ist. Und das könnte dann langfristig auch dazu beitragen, dass man eine Allergie entwickelt. Das ist wissenschaftlich nicht so leicht zu beweisen. Man kann oft nicht nachverfolgen, welche Substanz jetzt genau im Körper Schaden anrichtet. Und wenn ihr jetzt denkt, wir haben doch immer bessere Abgasfilter für Autos und Industrieanlagen und so und die Luft wird doch eigentlich besser, das ist doch gut für AllergikerInnen. Ja, das stimmt. Ist aber kein Grund zur Entwarnung. Denn Forschende vermuten nämlich, dass sich die Zusammensetzung der Teilchen in der Luft verändert und dadurch gefährlicher wird. Nehmen wir mal das Beispiel Verkehr. Die Abgase aus den Auspuffen, das ist mittlerweile eher zweitrangig. Dafür gibt es mehr Stäube aus Abrieb von Bremsen und Reifen, die zum Beispiel Metall enthalten. Es könnte sein, dass dadurch die Luft toxischer, also gefährlicher wird. Für AllergikerInnen heißt das, ihre Symptome könnten sich verschlimmern. Bisher ist allerdings nicht bewiesen, dass Luftschadstoffe auch eine Pollenallergie auslösen können. Kommen wir nun zu den inneren Faktoren, also was in uns beeinflusst, wie wir auf die Pollen reagieren. Auch hier gibt es Dinge, die entscheiden, ob wir eine Allergie entwickeln. Punkt 1. Unsere Lebensumstände. Kennt ihr vielleicht auch unter dem Begriff Hygienehypothese? Was Forschende aber eigentlich meinen, ist das, was wir westlichen Lebensstil nennen. Je weniger wir in Kontakt mit Dreck oder Mikroben kommen, desto anfälliger sind wir für Allergien. Studien zeigen, Kontakt zu Tieren ist gut, zum Beispiel auf einem Bauernhof. Eine möglichst natürliche Umgebung, andere Kinder, andere Menschen. Denn wenn wir dort mit Dreck und Mikroben in Kontakt kommen, dann stärkt das unser sogenanntes Mikrobiom. Und das gibt dann wiederum unserem Immunsystem mehr Power. Und diese Kontakte werden immer weniger. Vor allem bei Menschen, die in Industrieländern leben, wie hier bei uns. Dazu passt, ihr ahnt es vielleicht schon, dass es bei der Häufigkeit von Allergien ein Stadt-Land-Gefälle gibt. Auf dem Land leiden weniger Menschen an Heuschnupfen als in der Stadt. Wo genau ihr wohnt, ist dabei weniger wichtig, sondern es geht eher um den Lebensstil. Und last but not least gibt es auch noch einen Einfluss durch unsere Ernährung. Wer ein kleines Kind hat, der kennt das vielleicht. Viele Ernährungsempfehlungen im ersten Lebensjahr betonen ja, erstmal keine Erdnüsse, neue Lebensmittel behutsam einführen, bloß nicht zu viel. Inzwischen wissen Forschende, weniger Vielfalt, wie zum Beispiel ein Verzicht auf Erdnüsse im ersten Lebensjahr, die schwächen das Immunsystem von kleinen Kindern. Und was auch dann im späteren Leben Einfluss hat, sind Antibiotika, die in unserer industriellen Landwirtschaft eingesetzt werden und die wir über die Nahrung aufnehmen. Denn die beeinflussen unser Immunsystem und die Allergieanfälligkeit. Wir halten fest, es gibt eine ganze Menge an Dingen, die dazu führen können, dass wir in Zukunft Allergien bekommen. Klimawandel, Luftverschmutzung, unser Lebensstil und unsere Ernährung. Aber was heißt das jetzt alles? Haben wirklich mehr Menschen Heuschnupfen als früher? Wir können euch hier jetzt keine Statistik zeigen, die genau diese Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum zeigt. Aber egal, ob man sich jetzt Daten von Krankenkassen, aus Befragungen oder der Auswertung von Testergebnissen anguckt, die Richtung ist eindeutig. Ja, immer mehr Menschen leiden an einer Allergie. Und das ist ein weltweiter Trend. Forschende schätzen, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der AllergikerInnen zwischen 10% und 30% zugenommen hat. Auch hier sind die Prognosen der Expertinnen und Experten ganz schön krass. Im Jahr 2050 wird in Europa jeder zweite Mensch eine Allergie haben. Davon 86% mit Heuschnupfen.
Und wenn die Prognosen wirklich eintreten, könnten in Deutschland im Jahr 2050 fast 36 Millionen Menschen eine Pollenallergie haben. Manche ExpertInnen sprechen auch von einer Allergieepidemie. Werden Pollenallergien schlimmer? Die kurze Antwort lautet ja. Leider. Wenn es mehr Pollen gibt oder die Pollen aggressiver werden, heißt das nicht nur, dass mehr Menschen eine Allergie bekommen, sondern eben auch die, die schon eine haben, stärker darunter leiden. Das liegt an all den Faktoren, die wir schon besprochen haben. Veränderung durch den Klimawandel, Luftverschmutzung, unser Lebensstil, Ernährung und so weiter. Was machen wir jetzt? Wir haben ja schon am Anfang erklärt, dass die Probleme von Heuschnupfen vor allem dadurch entstehen, dass sie falsch behandelt werden. Ihr erinnert euch. Asthma und so. Allergietabletten, Nasenspray und Augentropfen, die bekämpfen nämlich nur die Symptome und sie tragen nicht dazu bei, dass eure Allergie weggeht und ihr Asthma verhindert. Dabei sind die Methoden dafür längst da. Weil die gute Nachricht ist ja, auch bei der Zunahme der ganzen Allergien, wir wissen, dass wir die Allergie heilen können. Allergien sind heilbar. Und das können wir als Ärztinnen und Ärzte bewerkstelligen, wenn die Patienten zu uns kommen. Und wir dann diese Hyposensibilisierung einleiten. Die einzige tatsächliche Heilung oder Verbesserung bietet die sogenannte Hyposensibilisierung. Von euch haben das nur rund 20% schon mal gemacht, 80% dementsprechend noch nicht. Die Wirkung funktioniert so. Also, eine Allergie ist ganz grundsätzlich eine Störung des Immunsystems. Das Immunsystem reagiert zu sensibel auf eigentlich harmlose Stoffe wie Pflanzenpollen. Bei einer Hyposensibilisierung wird das Immunsystem regelmäßig und kontrolliert mit den allergieauslösenden Stoffen in Kontakt gebracht. Also so ein bisschen wie eine Impfung. Meistens läuft das so ab, dass man regelmäßig Spritzen bekommt, also zum Arzt muss. Und das über mehrere Jahre. Dadurch gewöhnt sich das Immunsystem daran und reagiert in der nächsten Pollensaison eben nicht mehr so extrem. Das Schwierige an der Hyposensibilisierung, sie ist schon ziemlich aufwendig. Und eine Erfolgsgarantie, die gibt es leider nicht. Aber in den meisten Fällen werden die Symptome zumindest besser. Und es bekämpft eben wirklich die Ursache. Und was kann ich tun, damit ich gar nicht erst eine Allergie entwickle? Bringt es etwas, wenn man seinen Lebensstil umstellt, durch mehr Kontakt zur Natur? Oder indem man darauf achtet, besonders gesunde und natürliche Lebensmittel zu essen? Ja. Das kann helfen, das macht aber vor allem bei Kindern Sinn, um Allergien vorzubeugen. Klar ist, als einzelne Person habe ich das nur bedingt in der Hand. Es gibt leider zur Vorbeugung von Allergien eine einzige wirklich gute Möglichkeit, das ist Nichtrauchen in der Schwangerschaft und im frühen Kindesalter. Das heißt, Sie selbst haben eigentlich keine gute Möglichkeit, jetzt noch im Erwachsenenalter Allergien zu verhindern. Um das Gesamtrisiko für Heuschnupfen zu senken, müsste eigentlich auch die Politik ran. Regelungen, damit weniger Antibiotika ins Essen gelangt. Eher weg von der industriellen Landwirtschaft. Das wären Wege, um die Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu bekommen, zu verringern. Ganz klar, wir haben nicht das Gefühl, dass es ordentlich in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Forschungsförderung der Politik ankommt. Lange Zeit haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen eine ganz klare Priorisierung in der Forschungsförderung erfahren. Und auch in der öffentlichen sozusagen Wahrnehmung, in der öffentlichen Information, ja, man muss was tun. Hier ist dringend die Politik gefragt. Das ist die letzte sehr große Volkserkrankung, die wir eigentlich noch nicht in den Griff bekommen. Unser Fazit. Okay, also man sieht ganz leicht einen weiten Strich. Das heißt positiv, also bestätigt meine Annahme, aber wirklich, was das jetzt genau bedeutet, kann der Test mir auch nicht sagen. Also nochmal ganz deutlich an alle, die wegen ihrer Pollenallergiesymptome noch nie beim Arzt waren und das jetzt wissen wollen. Solche Selbsttests, die könnt ihr euch sparen. Die sind einerseits nicht immer zuverlässig und auf der anderen Seite interpretieren und einen Behandlungsplan aufsetzen, das muss eben ein Arzt oder eine Ärztin machen. Übrigens könnte es sogar sein, dass die Krankenkasse eure Allergietabletten übernimmt. Denn wenn ihr zum Beispiel Schlafprobleme habt, dann habt ihr schon einen schweren allergischen Schnupfen und könnt euch das verschreiben lassen. Wie geht ihr mit eurer Pollenallergie um? Habt ihr das Gefühl, euer Umfeld nimmt das nicht ernst genug oder es wird immer schlimmer? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Und hier sind noch zwei weitere Videos für euch. Das war's von uns. Bis dahin, ciao!